Moin YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Session von AutoCraft. Nachdem wir in der letzten Session sehr viel gelevelt haben und immer weiter versucht haben, das Equipment zu verbessern, damit ich endlich den Stuff habe, um ordentlich Diamonds ranzuholen, ist es endlich soweit und ich werde mich jetzt drum kümmern, jede Menge Diamonds zu farmen. Bevor es losgeht, einmal erstmal zu Beginn direkt eine kleine Werbung am Rande für meinen Partner Level Up, denn die haben gestern eine neue Edition, und zwar die Game Raid Edition, released. Mit weniger Koffein und Vitaminen und allem drum und dran könnt ihr euch ab sofort auf der Seite bestellen. Und es gibt eine große 3 für 2 Aktion. Plus, wenn ihr den Code G-Time nutzt, gibt es nochmal on top 5%. Ja? Hier seht ihr sie auch. Das ist die Game Raid Edition. So sieht das Ganze aus. Geschmack ist ein Beerenmix. Ich habe sie selber noch nicht probiert. Meine müsste jetzt in Kürze erst ankommen. Aber hier unten seht ihr es auch nochmal. Ne? 100% Level Up. Mit Koffein, mit Elektrolyten, mit Vitaminen. 40 Portionen kriegt man raus aus einer Dose. Lohnt sich auf jeden Fall. Und mit dem Code G-Time gibt es sogar nochmal 5% on top. Auf welcher Höhe farmst du? Minus 57. Minus 57 ist die geilste Diamantenhöhe. Die Leute, die euch irgendwelchen Bullshit erzählen von wegen auf minus 59 und so und dass sie in 20 Minuten anderthalb Stacks Dias haben und so, das ist einfach nur Gelaber. Erstmal ist das ein bisschen mit Glück verbunden, aber auf minus 59 hast du eher die Chance, wenn du farmst, dass auch mal ein Bedrock eine Diamantquelle zerstört. Benutzt doch X-Ray. Lenny, blockieren. Zack. Das ist geisteskrank, Leute. Das sind die Vorschläge auf TikTok. Benutzt doch X-Ray. Okay, Gang ist ready. Ich glaube, ich bringe die Dias, die ich jetzt habe, auch erstmal zurück. Problem ist nur, wenn ich die jetzt in die Dings packe, in die Kiste, für alle, runtergehe, wieder Dias farme und hochkomme, sind die alle weg. Doch, wir haben eine Ender-Chest, ja. Ich könnte die da erstmal vorübergehend reinpacken. Eisen brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr, ne? Unsere Eisenfarm ist doch geisteskrank am Laufen, oder? Ja, ich pack erstmal alle in die Ender Chest. Ich pack erstmal alle in die Ender Chest, mach mir dann OP-Equipment und dann packe ich die restlichen Dias, den in die Kiste, für alle. Ist Seo gerade an der XP-Farm? Ey, hier ist ja alles raus an Redstone und so, ne? Wo tun die das denn alles hin? Das meiste ist verbaut. Ich werde es so machen. Ich tue den Stuff hier rein. Und wenn Trimax was von meinem Stuff nutzen will, kriegt er jedes Mal was. Aber jedes Mal, wenn er was haben will, muss er in seinem Stream Werbung für Kaktusklicker machen. Der darf meine Sachen immer nur nutzen, wenn der Kaktusklicker Werbung hat. Das ist wirklich gottlos. Ich habe so viel Essen geholt. Alles ist weg. Das ist wirklich gottlos. Darf man hier rausnehmen oder was? So, zack. Okay, da haben wir wieder ein paar Fackeln. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo noch Kohle besorgt kriege. Da ist Kohle. Das ist zu wenig Kohle. Ich brauche viel mehr. Damit kann ich nicht ordentlich meinen. Alter, was ist das denn? Perfekt, damit bin ich wieder bestens gewappnet für eine schöne, lange Farm-Session. Wie viele Stacks hatte ich jetzt? 3,5, ne? 3,5 Stacks. Fast 4, okay. Oh. Ist das wichtig für Max? Braucht er das? Braucht man Amethyst nicht für irgendwas Wichtiges später für Tinted Glass, ne? Wieder Dias. Wir haben 37. Moin. 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 Aber ich habe halt noch kein Nametag. Und unser Mending-Villager ist anscheinend gestorben oder so. Der was? Das darf nicht wahr sein. Der ist weg. Das geht nicht. Doch, der ist weg. Der Mending-Villager, den ich anderthalb Stunden gestern freigeschalten habe, den haben die schon getötet nach einem Tag. Ist er wirklich weg, Sebo, oder ist das jetzt ein Troll? Nein, ich habe den schon den ganzen Morgen gesucht. Oh, der aber ist weg, das... Weg. Der saß die ganze Zeit gestern, war der bei Max da in dem Villager-Gehege. In dem Boot saß der. G-Time. Was kann ich am besten? Können wir dir irgendwie helfen? Ja, wenn ich geile Villager mache, die nicht umbringen. Ja, wer hat das getötet? Ja, irgendein Fivehead hat hinter das Gehege eine Brücke so gesehen gebaut. Mit Dirt, ne? Reinlaufen. Ja,
Ich habe da gestern nochmal aufgepasst, als ich die rausgenommen habe, und bei mir war da noch keine Brücke. Aber der Villager hat einen 30er-Trade und wenn wir alle Villager resetten, dann geht das echt quick. Das ist nicht so schwer eigentlich. Okay. Achso, wir haben noch gar nicht genug Villager, schon? Oder wie? Okay, das macht also macht erstmal Sinn. Wir müssen erstmal breeden und dann müssen wir auch noch so eine Trading Hall bauen, ne? Wo wir die unterbringen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Wir haben 4 Stück gerade, denen wir einen Job geben können. Das wäre schon mal Efficiency, Mending, Unbreaking oder so. Das ist doch schon mal gut. Haben wir irgendwo Lecterns, G-Time? Lecterns? Also ich hab oben in dem Haus, wo ich den Villager hatte, da müsste einer sein. Ich kann dir sagen, wie die abhauen. Hier, Na? Pass auf, ich spring nicht. Ich gehe einfach nur. Der kann von dem Bett einfach hier rüber. Hier wird's auch gehen, oder? Nee, das geht scheinbar nicht. Da darf kein Bett in der Nähe sein. Okay, hast du die Betten im Inventory? Dann pack die mal woanders hin. Ich hab keins. Okay. Ist hier ein Tor? Da hat jemand ein Tor reingemacht? Ist das schlimm? Können die das nicht aufmachen? Nö. Nee, okay, dann ist gut. Dann ist ja geil. Ich hab auch was mitgebracht. Na? Hier, ich tu das hier in diese Kiste rein. In die rechte. Was hast du? Was? Ich nehme mir, oh mein Gott, sogar Redstone. Ja, ich hab extra alles mitgenommen, weil bestimmt braucht ihr das für die Farm, oder? Ja. Oh mein Gott, das ist sau viel. Ich nehme mir 18 Diamanten. Soll ich mir eine Rüstung machen, auch wenn ich noch nicht... Ich bin am überlegen, also ich glaube am sinnvollsten eigentlich wäre, wenn wir Rüstung über Schmied machen. Ja, weil wir müssen ja die Armor-Trims kopieren. Und da kostet eine, glaube ich, 7 Dias, ne, zu kopieren. Das wird halt richtig in die Dias gehen, wenn wir jeden auf Full Netherite machen. Und wenn jetzt jeder noch Dia-Rüstung von denen craftet, dann wasten wir die halt geisteskrank. Ich lass drin. Okay, wo soll diese Trading Hall hin? Die soll irgendwo hier in die Nähe hin. Ich glaube, das ebnen wir hier noch alles. Ne? Also das ganze Dorf wird noch abgerissen und der Hügel. Vielleicht hier unter die Erde. Okay, dann baue ich jetzt hier unten einen Eingang und dann mache ich hier unten drunter die Trading Hall hin. Also genau. Ich hülle schon mal aus. Heute wäre stark, wenn wir morgen den Ender Dragon machen. Wäre es ja stark, wenn wir heute eine Creeper Farm haben und eine Sugarcane Farm, um das zu kombinieren. In Autocrafter, dass automatisch Raketen rauskommen. Das ist sehr geil. Die Creeper Farm kann ich hier bauen. Die ist dann halt nur nicht so effizient. Ist ja in Ordnung. Dafür läuft sie immer, weil ich hier ja immer AFK stehe, ne? Also ich würde die wirklich über einen Ocean bauen. Echt? Ja, da ist die. Also die ist geisteskrank effizient auf dem Ocean. Ja, aber dann muss ich da halt immer hin. Ich stehe halt hier AFK. Ja, aber das ist aber hier. Du wirst hier nicht mal zum Ansatz das kriegen, was du bei der kriegst, wenn du eine Stunde AFK stehst. Ist das Ocean? Hier ist alles nur River. Ja, du musst einen Deep Ocean haben. Du musst gucken, dass das Wasser so tief. Deep Ocean? Ja, du musst gucken, dass das Wasser so tief wie möglich geht, damit woanders die Mobs keine Spawnmöglichkeiten haben. Da fahre ich ja jedes Mal eine halbe Stunde hin. Schon. Hä, wieso? Du kannst das doch über Nether verlinken. Wir machen eine Hub und dann Wege dorthin. Aber ich will ja auch eine Papierfarm, eine Sugarcane-Farm mit der Creeper-Farm zusammen machen, weißt du? Das kann man da ja dran schließen, oder nicht? Also wir könnten die Papierfarm halt bei der Creeper-Farm bauen. Aber das lädt dann halt nicht mit den anderen Farmen zusammen. Aber das ist wahrscheinlich das Beste. Dann hätten wir da immer Raketen komplett automatisch. Dann muss aber da jemand anderes auf K stehen immer, ne? Ja, stellen wir den Schüler ab. Okay, wollen wir das... Stellen wir den Schüler ab? Ja, ist geil. Gut. Wollen wir das zusammen machen? Ja. Aber du musst erst deine Eisenfarm fertig machen. Ja, die ist gleich fertig. Okay, gut. Aber pass auf einer Seite ist Lava, dass du da nicht direkt reinhüpfst. Oh, was ist so? Oha, wie gefährlich. Digga, das ist keine Eisenfarm für Eisengruppen, das ist auch... Spielerfarm. Wow. Durch das Portal, wo wir eben reingegangen sind, muss ich auch wieder raus? Ja. Ja, das schon. Okay. Das macht keinen Sinn, Heiko. Also, ist das ein Bug? Nee, nicht. Dann guck mal runter. So, hier baue ich jetzt die Trading Hall drunter direkt. Oder was sagt ihr, Chat? Ist gut so? Ich glaube, das hier ist eine gute Position dafür. Ja, wir könnten ja eigentlich bei deiner Farm noch so einen Anschluss machen, wo hier unten in der Trade Hall dann eine Kiste ist, wo Sticks reingehen. Oder nicht? Ja, gerne. Dass man quasi, man braucht was, geht einfach in die Kiste, nimmt sich Sticks raus, tradet die und bam, geht's weiter. Können die auf dem Autocrafter, kann man die wieder zurückcraften? Nee. Aber wenn die einmal voll ist, die Kiste, dann produziert der ja so lange nicht weiter, bis sie was leer gemacht wird. Ja, wir können ja auch so umleiten. Das geht auch.
Okay, dann fange ich jetzt schon mal hier an, Chat. Ansonsten, der nächste Step wäre Zuckerrohr oder Bambus. Aber die ist schon ein bisschen kompliziert, aber auch cool. Okay, aber Kaktusfarm ist easy, das kriegt man hin, sagst du? Kaktusfarm kriegst du hin, safe. Okay, geil. So, ich hole mal eben kurz Wasser. Genau, dann hole ich mal meine gebratenen Steine da, die ich da durchbacken lassen habe im Ofen. Okay. Das machen wir so. Oh, nee, das ist der falsche. Wir brauchen den hier. Was sagt ihr, Chat? Meine Idee ist, dass wir die hier reinmachen. Und dann mache ich immer das, den Block, den die quasi usen, hier so vor. Also auf der Seite kommen komplett Stick Trader. So, und der Rest wäre hier, wäre für Schmiede und Enchant. Ja, ich habe das so gebaut, dass man unten aber auch jederzeit eine Etage machen kann. Also wir können jederzeit zum Beispiel machen, dass dann hier so eine Treppe runtergeht und unten nochmal eine Etage ist. Vielleicht sollten wir es dann so machen, dass ich nur hier oben nur Stick-Trader mache und in der Etage unten sind dann die Trader für Verzauberung und alles. Dann sollte das doch dicke reichen, oder? Jo, was gibt's? Kann ich dir helfen bei deiner Breeding-Bums? Ich brauche das starke Werkzeug. Also kein Stress, ich würde dir einfach helfen. Wir müssen halt jetzt hier die Dings reinbringen, ne? Guck mal, hier, komm mal runter. Ja, guck mal, das habe ich doch gesucht. So. Geil. Ich habe das so gebaut, guck mal, ne? Du nimmst einen einzelnen... Du nimmst einen einzelnen Villager, schiebst den hier auf die Falltür, dann machst du die kurz auf, lässt den runterfallen, machst wieder zu. Warte mal, wir testen mal eben was. Ich brauche ja eh ein paar. Wir testen einfach mal Folgendes. Okay, scheint nicht zu funktionieren. Dann regeln wir das anders. Nee, der ist ein Schmied, der soll da nicht drauf. Was machen die? Warum laufen die alle hier in dieser Ecke rum, Chat? Was ist das? Okay. Wir haben hier schon mal welche unten. Der hat Sticks. So. Sehr schön. Nummer 1 ist ready. Machen wir jetzt direkt Nummer 2 ready. So, Leute, wir haben hier eine ganze Armee an Stick-Trader. Genauso, wie ich es geplant habe, Chat. Guckt es euch an. Ist das krank. Da muss ich jetzt aber richtig viele Sticks liefern, ne? Mach mal ein paar mehr Kisten, bitte. Ein paar mehr Kisten? Ich habe kein Holz. Du hast doch Holzblöcke hier. Da kannst du doch safe noch... Ich weiß aber nicht, wo ich die hinpacken soll, weißt du? Ah, okay. So, warte, dann machen wir mal nochmal hier eine Kiste jetzt. Oh. Und hier. Es ist so geil, dass das ein Autocrafter ist. Ich habe jede Sekunde Spaß, auch wenn ich gefühlt nur AFK stehe, habe ich Spaß, weil alles autogecraftet wird, weil das so... Das ist so toll. Ich habe jetzt erstmal Villager gemacht, dass wir unendlich Emeralds gefühlt traden können. Wenn wir genug Sticks haben. Oh mein Gott, lass hier... Lass das wirklich automatisch hinführen. Ja, du siehst ja schon, worauf das hinausläuft. Das sind echt viele Sticks, die du brauchst. Ich hab's dir gesagt, wenn ich jetzt... Bro, ich liefer dir das. Ich werde dich so zusticken, Alter. Du wirst so die Schnauze voll von meinem Stick haben, wenn ich mit dir fertig bin. Ich will so deine Sticks haben. So. Okay, nice. Dann heißt das, dass wir jetzt schon mal einen für Food wieder haben. Und dann... Ja. Ey, kann ich die jetzt wieder vermehren lassen, Leute, mit Brot? Klar, ne? Oder? Wo ist Max jetzt einfach AFK gegangen, oder was? Wo ist der hin? Warte, muss der Wäsche machen. Wohl hoch. Was? Gamers Time, hast du... Nein, ich hab irgendwas gesagt. Gamers Time, hast du einen Pfeil? Ein Pfeil? Im Inventory ganz zufällig. Ich hab vorhin zwei verschossen. Mann. Zwei, die wir in der Kiste hatten. Kevin. Und ich hab die für das verschossen, für das, was du die brauchst, ne? Ich brauch nur einen, wegen Infinity. Wegen Infinity, achso, nee.
Aber ich habe gleich Mending. Ist das gut? Hast du einen Villager mit Mending? Ich mach den jetzt. Ich bin schon dabei. Das wäre super. Das würde ich überall draufpacken einfach mal. Meine Rüstung ist nämlich fast fertig. Mann, 60 FPS machen echt keinen Spaß. Das ist doch scheiße. Ja, Mending. Alter, guck mal, wie günstig. Ein 12er, ne? Haben wir unendlich Emerald schon? Wahrscheinlich nicht. Wenn Herr von und zu Ogamax hier die Dings holt, dann haben wir unendlich. Der muss nur seine Sticks hier ranholen. Shit, ich muss den schnell festtraden. 12 ist günstig. Das ist wow. Günstigste sogar, oder? Alter, ich bin mal ganz kurz AFK. Hier ist so eine Wespe im Zimmer. Bei dem ist jetzt auch Hochwasser. Toll, Zabex. Von dem. So, ich bin wieder da. Sehr gut. Ey, hier war so eine Wespe bei mir im Zimmer. Max, ich brauche ganz dringend Sticks. Ganz dringend jetzt. Oh mein Gott. Also jetzt wirklich richtig dringend. Ich habe einen Mending-Villager, der verkauft ein Mending-Buch für 12 Emeralds. Das ist halt spottgünstig. Mein bestes Spiel. Ja. Ja, ist schwer zu sagen. Also ich bin in der Clash of Clans sehr gut damals. Das wird ja günstiger auch noch durchs Traden, ne, Leute? So, Leute. Jetzt ist das Ding safe. Wir haben einen neuen Mending-Villager. Also, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, Chat, aber das habe ich ja geisteskrank jetzt gecarried wieder. Die haben erst den Mending-Villager vernichtet, jetzt habe ich einen neuen rangeholt, der sogar noch besser ist. Geil, ich kann auch hier die Blöcke noch abbauen, da können wir dann so Leuchtblöcke drin hinsetzen bei den Villagern. Wow, die ist doch hier, die Wespe. Alter, sie fliegt hier vor meinem PC rum. Die ist hier so am Rumdüsen, Junge, die ist richtig am Rumfliegen. Ich glaube, die will raus. Warten mal ganz kurz, Leute, ich mach mal bei mir Fenster auf, ich stelle eh gerade alles um.